Verehrten Damen und Herren, liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger, als erstes ein paar informierende Worte zu Nordrhein-Westfalen. Sie werden heute zum Landesentwicklungsplan sprechen und einiges über den Landesentwicklungsplan hören. Den Landesentwicklungsplan gibt es in Nordrhein-Westfalen auch. Und es gibt in Nordrhein-Westfalen darüber hinaus 5 Regierungsbezirke plus eine Planungsregion für das Ruhrgebiet. Und dort werden die Regionalpläne aufgestellt. Und im Prinzip läuft das in dem Verfahren, das Ihnen bekannt ist und das ich jetzt heute auch nicht großartig erläutern werde. Aber lassen Sie mich anhand des Landesentwicklungsplans kurz nochmals skizzieren, wie die räumliche Situation in Nordrhein-Westfalen aussieht. Das hier ist der Rhein, das ist die Ruhr und das ist die Emscher. Und dazwischen haben Sie diese Ballungszone von rund 10 Millionen Einwohnern, eine stark verstädterte Zone. Die fängt hier unten in Bonn an, geht dann über Köln-Düsseldorf, Duisburg bis nach Dortmund im Osten. Und diese Zone wächst teilweise sehr dynamisch. Die Rheinschiene wächst sehr stark und sehr dynamisch, Düsseldorf und Köln vor allem. Aber auch einige solitäre Zentren wie Bielefeld und Münster oder auch Aachen haben durchaus Entwicklungsdynamik. Und das Ruhrgebiet, wissen Sie, ist, was die Entwicklung betrifft, immer noch in einer Phase des Strukturwandels, der Transformation. Dort haben wir zurzeit Bevölkerungsstagnation, leichte Wachstumsprozesse in Essen und in Dortmund. Und in den eher ländlich strukturierten Regionen, insbesondere Ostwestfalen, aber auch Teilen von Südwestfalen, nimmt die Bevölkerung ab. Wir würden also sagen, unter den Gesichtspunkten sozusagen der Bevölkerungsentwicklung haben wir in diesen Bereichen Regionen, die sich nicht entleeren, aber die Bevölkerungsverluste bewältigen haben. Ein ganz zentrales Instrument zur Bewältigung dieser Prozesse ist und bleibt der Landesentwicklungsplan. Er wird zurzeit durch die aktuelle Landesregierung geändert im Rahmen eines sogenannten Entfesselungsgesetzes. Das ändert nichts daran, dass er sozusagen für die Abstimmung aller wesentlichen Anforderungen an den Raum ein unverzichtbares Instrument ist. Und ich habe hier nur mal aufgehängt die Kulturlandschaften und die zentrale Orte. Aber von gleicher Bedeutung sind natürlich die Fragen der Infrastruktur, insbesondere eben der Verkehrswege. Sie sehen da ein Bild, das zeigt den RRX, also den Rhein-Ruhr-Express, der teilweise mit 6 parallel fahrenden Gleisen im Rheinschienenbereich die großen Städte miteinander verbindet und der perspektivisch mit einem 15-Minuten-Takt ausgerüstet sein soll. Ohne ein solches Massenverkehrsmittel, das mit einer relativ hohen Zuverlässigkeit fährt, wären die Personenverkehre in diesem Ballungsraum überhaupt nicht mehr zu bewältigen. Aber schauen Sie auf Wasserstraßenhafen und Logistikkonzept. Bestimmte Nutzungen haben Landesbedeutung und die Häfen von Landesbedeutung sind im Landesentwicklungsplan dargestellt und da haben die Kommunen dann letztlich auch keine Möglichkeit, hier zu anderen Nutzungen zu kommen, weil diese Priorität dargestellt ist. Gleiches gilt für Rohstoffe beispielsweise. Aber Sie sehen auch Radschnellweg Ruhr, glaube ich, ein ganz innovatives Projekt auf fast 100 Kilometern durchs ganze Ruhrgebiet. Der erste Radschnellweg in dieser Dimension in Deutschland. Und der soll mal Zehntausende von Fahrten, die heute noch mit dem Auto wahrgenommen werden, ersetzen. Und ich werde gleich noch mal darauf zurückkommen, welche Rolle der auch spielt im Kontext sozusagen der Kooperation. Was ich heute, glaube ich, was ich heute als besondere Erfahrung aus Nordrhein-Westfalen vermitteln möchte, ist, dass es Formate gibt, die die Abstimmungsprozesse auf der Ebene der formalen Landes- und Regionalplanung nicht nur unterstützen, sondern die zwingend sind, damit wir in diesen sehr dynamischen und bewegten Zeiten diese Wachstumsprozesse, aber auch das Verhältnis zwischen wachsenden und schrumpfenden Regionen ausbalancieren können. Und über zwei
Themen möchte ich besonders reden. Die eine Frage, wie kann eine Landesregierung, ein Land, eigentlich Kommunen, die sich auf den Weg machen, unterstützen, auch wenn dort beispielsweise die notwendige personelle Infrastruktur nicht so ausgebaut ist, wie sie eigentlich ausgebaut sein sollte. Und das Zweite ist, mit welchen Formaten kann man Planung und konzeptionelles Denken von der Ortsebene her, also sozusagen aus dem Ort und aus der Vorstellung von Lebenswelten heraus, nicht nur für den Ort konzipieren, sondern eben auch für Regionen. Zum Ersten habe ich Ihnen hier einfach ein paar Beispiele dargestellt. Eine Landesregierung kann den Kommunen Instrumente zur Verfügung stellen. Wir haben das gemacht und die aktuelle Landesregierung führt das fort. Beispielsweise mit Werkzeugen, wie man sich digital vernetzen kann, ohne sozusagen jetzt zurückgreifen zu müssen auf Werkzeuge, die am Markt dargestellt werden. Das fing mal an als Quartiersakademie, Bürger vernetzen Nachbarschaften und dazu gibt es Modellprojekte. Oder durch die Landesgesellschaft NRW Urban, ganz früher mal Landesentwicklungsgesellschaft Städtebau, LEGS, die über Jahrzehnte hinweg den Strukturwandel im Ruhrgebiet dadurch befördert hat, dass sie große Brachflächen erworben hat und die dann aufbereitet und an den Markt gebracht hat. Da diese Aufgaben jetzt sehr weitgehend abgeschlossen sind, hat NRW Urban beispielsweise Aufgaben übernommen wie die kooperative Baulandentwicklung. Was ist das? Wenn Sie als Kommune zwar die Notwendigkeit sehen, ein Wohngebiet oder auch ein Gebiet gemischter Nutzung zu entwickeln, aber das notwendige, die notwendige Verwaltungskraft dafür nicht haben, bietet Ihnen das Land Nordrhein-Westfalen an, über NRW Urban genau diese Prozesse zu übernehmen. Das Einzige, was Sie machen müssen als Kommune, ist, Sie müssen die Patronatserklärung abgeben, sozusagen, damit nicht möglicherweise unrentable Flächen nachher beim Land bleiben, aber im Prinzip übernimmt NRW Urban den kompletten Rest. Natürlich müssen die hoheitlich zu fassenden Beschlüsse im Rat der jeweiligen Gemeinden dort auch gefasst werden. Aber die Planung, die Diskussion mit der Bürgerschaft, die Erstellung von Konzeptionen, die Aufbereitung der Flächen bis hin zum Verkauf, das kann NRW Urban übernehmen. Wir haben noch andere Instrumente. Ich will die heute Abend nicht alle ausführen. Denn ich möchte Ihnen noch ein weiteres Instrument zeigen, das ein Stück weit eine Antwort auf die Frage versucht, wie bekommen wir denn einen besseren Ausgleich zwischen wachsenden und sich entleerenden Räumen? Wie bekommen wir eine bessere Verbindung zwischen den einzelnen Kommunen, die bisher möglicherweise nur auf ihr eigenes Territorium, auf ihr eigenes Stadt- oder Gemeindegebiet geschaut haben. Wie sichern wir, dass Siedlungsentwicklung, Landschaftsentwicklung und Infrastrukturentwicklung synchron und im Takt laufen? Denn ich hatte Ihnen eben diese überregionalen Konzepte ja vorgestellt. So ein Bundesverkehrswegeplan hat seine eigene Logik. Und es ist nicht immer gesagt, dass der im Einzelnen übereinstimmt mit den Vorstellungen, wie sich Siedlungsflächen in der Region entwickeln sollen. Und dazu hat das Land 2016 einen Wettbewerb ausgelobt, der hieß Stadt Umland NRW, Zukunftskonzepte für Großstädte und ihre Nachbarkommunen. Und die Vorstellung in diesem Wettbewerb war zu sagen, mindestens eine Großstadt, das waren dann nachher immer mehr, und ihr Umland oder auch mehrere Großstädte bewerben sich. Wir, das Land, finanzieren den Planungsprozess. Wir stellen dafür eine ausreichende Summe zur Verfügung. Und am Ende gehen diese Kommunen, laufen die durch ein Wettbewerbsverfahren, ein Preisgericht, das die entsprechenden Beiträge auch qualifiziert, beziehungsweise dazu qualifizierte Aussagen trifft. Und das Ziel ist, in diesem Wettbewerb eine Erzählung, sozusagen, Sie können auch sagen, ein Leitbild, wir haben das narrative Regionalentwicklung genannt, ein bisschen modernistisch, ein Leitbild entwickeln, das über die einzelne Kommune hinausgeht, aber von dieser Gemeinschaft von Kommunen entwickelt worden ist. Und
das einigen wesentlichen Prinzipien sozusagen gehorchen muss. Und ganz wesentliche Prinzipien sind zum Beispiel Verbindung zwischen Infrastruktur und Siedlungsentwicklung, Verbindung zwischen Siedlungsentwicklung und Landschaftsentwicklung und umsetzungsorientierte Projekte, mit denen man zeigt, sozusagen als Leitprojekte, von mir aus auch Pass pro Toto, wie im Einzelprojekt die Prinzipien der Gesamtprojekte auch qualitativ umgesetzt werden können. Die haben sich alle beworben, beziehungsweise sind nachher alle Teilnehmer geworden im Rahmen dieses Wettbewerbs. Sie sehen, alle Raumtypen in Nordrhein-Westfalen waren im Prinzip dabei. Und ich habe jetzt beispielhaft mal zwei, drei Wettbewerbsfolien aufgelegt. Das hier ist der Wettbewerb, den Düsseldorf mit Meerbusch, Krefeld, Duisburg, Ratingen und Mettmann gemacht hat, im Kreis Mettmann. Und Düsseldorf hat sich auch noch in einer anderen Region, mit einer anderen regionalen Konstellation beworben. Und exemplarisch zeige ich hier einfach mal dieses Projekt. Das ist die Entwicklung einer Fläche in Duisburg und die Verbindung dieser Fläche mit der Düsseldorfer Infrastruktur über die sogenannte Ratinger Weststrecke. Eine Zugverbindung, auf der heute nur Güterverkehr abgewickelt wird. Und natürlich ist der Verkehrsverbund als Träger des Regionalverkehrs hier mit eingebunden. Und die Logik, die Düsseldorf, Duisburg und Mettmann sozusagen und Ratingen als Projektteilnehmer, Projektpartner formuliert haben, war zu sagen, wir werden Düsseldorfer Bedarfe auf Duisburger Stadtgebiet abdecken können. Da sehen Sie, wie das hier weitergeht. Mit diesem Projekt hier, 6 Seen Wedau wohnen am Wasser. Da werden im Prinzip rechnerische Bedarfe aus der Logik des Landesentwicklungsplans in Duisburg abgedeckt, mit einer bestimmten Qualität, und zu der Qualität gehört Erschließung durch die Schiene. Weil ansonsten schlicht und einfach perspektivisch irgendwann in Düsseldorf der Mobilitätscrash droht. Das hier hatte ich Ihnen eben schon mal gezeigt, das ist der RS1. Und der Regionalverband Ruhrgebiet hat sich dann beworben mit diesem Projekt, gemeinsam mit 8 beteiligten Kommunen, und hat gesagt, wenn wir schon so einen Radschnellweg haben, dann lass uns doch die Erschließungsqualität dieses Radschnellweges auch für die Siedlungsentwicklung nutzen. Wir verbinden das mit Vorstellungen zu einer modernen Mobilität, Mobilitätsstationen etc. pp., machen dazu eine Reihe von Einzelprojektvorschlägen. Und auch dies ist ein Beispiel dafür, wie eine geplante Infrastruktur, wenn man sie denn sozusagen aus der Logik eines solchen kooperativen Denkansatzes denkt, wie eine solche Infrastruktur dann eben auch zu einer anderen Art von Siedlungsentwicklung führen kann. Ich habe da einfach mal daneben einen Auszug aus dem Internet, Auftritt des RVR gelegt, und Sie können sozusagen den Fortschritt dieses Projektes zurzeit, also jetzt Stück für Stück, verfolgen. Das ist ziemlich gut dokumentiert. Gehen wir einen weiter. Ich leite mit diesem Wettbewerbsbeitrag, das ist Köln und die rechtsrheinischen Nachbarn, dann zu einem weiteren Format um, das sich in den letzten 20 Jahren als ausgesprochen erfolgreich bewährt hat. Auch Köln hat sich beworben mit den rechtsrheinischen Nachbarn im Rahmen dieses Stadt-Umland-Projektes. Und was Sie hier sehen, sind auf der einen Seite, ich finde das Bild sehr schön, auf der übergeordneten Leitbildebene das Leitbild: Wir nutzen den produktiven Freiraum, teilweise auch die produktive Landschaft, als verbindendes Element. Aber wenn wir das tun, dann müssen wir natürlich auch klar machen, wie sich Landschaft und Siedlung miteinander verzahnen. Und das machen wir, dann eben konkret an bestimmten Typologien fest. Also Zwischenräume gestalten, Randstadt und Landschaft, Knoten und Zentren verdichten und mischen, Zukunft, Arbeit und lebendige Zentren, das weite Land gestalten, neue Wege, attraktive Ziele, und das sozusagen mit Leitprojekten, an denen man ganz konkret vor Ort auch zeigen kann, wie kann denn eine solche Typologie aussehen. Und das verzahnt sich mit einem Format, das
das Land Nordrhein-Westfalen nach der IBA Emscher Park, die in den 90er Jahren ja im Grunde unter Aufnahme übrigens von Prinzipien der IBA Berlin damals 1984 mit an die 100 Projekten ungefähr Strukturwandel im Ruhrgebiet als Ziel hatte und auch in großen Teilen bewältigt hat, muss man sagen. Und ab 2000 ist dieses Format in sogenannte Regionale überführt worden, mit einem großen Unterschied. Das läuft jetzt auch als Wettbewerbsformat. Das Land stellt Kooperationsverbünden frei, in welcher Form sie sich für eine Regionale bewerben wollen. Es müssen halt immer mehrere Kommunen sein und ihr Ziel, das thematische, sozusagen der thematische Schwerpunkt, muss deutlich machen, dass dies die Region mit einer bestimmten Zielsetzung auch tatsächlich produktiv entwickelt. Weil dort durchaus höhere Millionenbeträge in die Förderung der Projekte hineinfließen, sind diese Regionalen sehr begehrt. Es gibt immer mehr Bewerbungen als Möglichkeiten. Und wie Sie hier sehen, gibt es seit 2000 mit dem Beginn in Ostwestfalen-Lippe jetzt bis schon konzipiert 22 Ostwestfalen-Lippe und 2025 Bergisches Rheinland und Südwestfalen Regionalen, die fast das ganze Territorium von Nordrhein-Westfalen überdecken. Und diese Regionalen folgen immer bestimmten Prinzipien. Sie haben einen Projektträger, sie haben eine Agentur, sie haben natürlich sozusagen einen Qualifizierungsprozess, in dem alle beteiligten Ministerien eingebunden sind. Sie sammeln Projekte, qualifizieren diese Projekte und wenn die Projekte durch einen solchen Ausschuss, dann Förderausschuss durchgelaufen sind, dann bekommen sie auch einen entsprechenden Fördervorrang. Und das führt dann letztlich auch dazu, dass nicht nur eine interkommunale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit stattfindet, sondern eben auch eine ressortübergreifende, integrierte Förderung möglich wird. Und die Schwierigkeit einer solchen Regionalen liegt natürlich darin, wenn die Projekte erstmal alle benannt sind, dann auch sicherzustellen, dass der regionale Mehrwert jeweils deutlich herausgestellt wird. Und Köln, um dabei zu bleiben, das hatte ich Ihnen eben gezeigt, hat das mit dem Wettbewerb Stadt-Umland sehr intensiv verbunden. Und der regionale Mehrwert besteht eben darin zu sagen, wir wollen eine Form finden, wie wir die Ballungsrandzone urbanisieren können und dabei gleichzeitig aber sicherstellen, dass die einzelnen Orte in diesen Bereichen ihre Eigenart bewahren. Und es geht eben nur dadurch, dass man vor Ort selber Konzepte entwickelt, diese interkommunal miteinander diskutiert und dass man die Bewohner und Menschen von Anfang an in diese Prozesse mit einbindet. Die laufen sehr stark projektorientiert, aber sie bedürfen eben letztlich auch eines überwirkenden Narrativs einer solchen regionalen Erzählung, wie ich sie gerade dargestellt habe. Ja, ein oder zwei Folien habe ich noch, ich glaube, das ist die letzte. Man muss Schlüsselprojekte entwickeln und natürlich, das sehen Sie hier auch, Impulsprojekte, integriertes Siedlungs-, Mobilitäts- und Freiraumentwicklungskonzept, dichte Strategie, angepasst jeweils auf die Eigenart des Ortes, netzschneller Radwege, Umbau der Hauptverkehrsstraßen, Bergisch-Gladbach, Entwicklungskonzept, produktive Stadtlandschaft, Südraum. Sie sehen, das ist ein Bereich östlich von Köln, um Bergisch-Gladbach herum, wo ganz konkret in diese Projektentwicklung jetzt schon hineingegangen wird. Ich habe da unten die Beteiligten mal dargestellt und dass auch die entsprechenden Schwerpunkte, die hier eine Rolle spielen. Ja, also das Foto da links, ich glaube, der Spruch ist schon 50 Jahre alt, so alt wie die Abteilung Raumplanung, auch wenn der wieder neu gestaltet worden ist, gilt der eben immer noch. Da steht eben Lebensräume drin. Und das ist zentral, als planerischen, sozusagen planerischen Impetus zu begreifen, dass man die Perspektive des Lebensraums entwickelt und dass die aber abgestimmt wird, auf eine vernünftige Art und Weise abgestimmt wird, mit langfristigen Investitionsentscheidungen. Dafür braucht man die Regionalplanung, die ist bei diesen Prozessen produktiv mit dabei und dazu braucht man auch einen Landesentwicklungsplan. Denn
von der Konzeption solcher langfristigen Infrastruktur bis zur Umsetzung dauert es manchmal ziemlich lange. Ja, herzlichen Dank.